So, hallo an alle zur nächsten Folge von League of Legends. Ich spiele wieder einen neuen Champ, den ich noch nie gespielt habe, wegen dem halt Free-to-Play-Champs diese Woche. Und ja, ich spiele LeBlanc und der Steffen ist auch wieder dabei. Hallo. Der letzte Folge so übelst abgegangen ist, also richtig übelst abgegangen ist. Ja, das war vor einer Woche, aber okay. Ach, mal gucken, wann ich die Videos veröffentlichen werde. Jedenfalls, die waren erst, die schalte ich jetzt am 18. frei, weil das war zu vulgär, was du davon gegeben hast. Ja, muss ja auch mal sein. So, wie gesagt, LeBlanc, ich weiß nicht, was er kann, die kann. Wie gesagt, Mark auf den Kopf, ranjumpen und wenn du dann wieder W drückst, kommst du auf den Fleck, wo du von gekommen bist, wieder zurück. Okay. Was macht die E? Ich hab mir die E, da schießt du so eine Kette nach vorne und damit, wenn du die aufrecht hältst, wird dann der Gegner gestunt, also wird er festgehalten. Okay. Macht sogar ein bisschen Schaden, habe ich gesehen. Cool. Oh. Ah! Nein, ich habe aber noch Tundra gekriegt. Ja, ey, wie mich dieser Yi schon wieder auf den... auf dem Dalb treibt, ey. Der hat so eine übelste Range mit seiner verkackten Q, ey. Fängt so dastehen, so, ja, das ist die. Ne, und dieser Rumple, der kann permanent an dir bleiben. Wie wir den Zorn der Zuschauer uns ziehen werden. Ah ja. Ja, Tresch, fahr mal schön hier deine Seelen hoch. Wie gesagt, zu viele Champs, die ich nicht kenne. Wie können die sich, wie healen die sich so abartig hoch? Das geht doch gar nicht. Kein Plan. Oh, dieser Brand, ne? Die kommen so flach. Ja, er hat Brand. Was soll ich denn zuerst aufskillen? Q, B oder E? Q, oder? W meine ich. Q, ja. Was, Q? Q. Q ist das mit dem Markieren, nicht Q. Das mit dem... Ja, genau, Q, Q. Okay, ich dachte zuerst vielleicht mit dem Ranziehen und Schaden machen und so. Nee, Q. Gut. Ja, kaum Damage hier. Boah, ich brauche Equip, das ist so nervig. Ich habe kein Mana. Ich bräuchte mal Equip, dann könnte ich wenigstens auch mal Damage machen. Was? Ja, schon das Tier, Mann. Boah, krass. Upsala, komm noch leben. Ja, ey, diese Ulti, Mann. Was laber ich? Ulti, diese verkackte Fähigkeit, ey. Über die halbe beschissene Kackmap. Ey, ohne Witz. Wie kann man so einen Champ versauen? Steh ich nicht. Was, Dölle?
Alter. Ja, das ist viel zu OP, die Kacke. Ich habe mich an den G reingeportet, sofort wieder zurück, mal irgendwie tot. Keine Ahnung, wieso. So, was kann denn die Unsie? LeBlanc führt ihren letzten Zauber erneut aus. Wahrscheinlich sinnvoll, eine Kombi zu verwenden, aber die kenne ich noch nicht. Ah, verdammt, ich habe nichts gekauft. Shit. Ja, komm, dieses Feuer hält noch 78 Stunden oder was? Ey, ohne Witz, was kriegen die Gegner mal für abgefahrene Champs, ey? Ich hab 100 Magie-Resi, ey, und die machen mir ein Damage, das ist nicht mehr normal. Wo haben die denn das Equip von Anfang her? Keiner von denen hat irgendwie Equip, ey. Verarschen kann ich mich selbst. Ich hab jetzt noch nicht mal einen einzigen mit der Kette getroffen. Schieß auf den die Kette, läuft zu mir und haut mich einfach tot. Standard. Vor allem das Miese ist ja, wenn er seine Ulti anhat und mit seiner Q jemanden killt, hat er seine Ulti sofort wieder ready. Beziehungsweise alle Fähigkeiten. Ja, den lieben Tundra, den habe ich auch schon mal gespielt. Finde ich irgendwo ein Stück weit ziemlich unfair. Geht aber so übelst übertrieben, sondern auch wieder nicht. Jeder Champ hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn Q voll ist, als nächstes die W oder die E? Die W, ne? W, ja. Das habe ich natürlich gefragt, nachdem ich es gemacht habe. In welchem Zusammenhang verwendet man am besten die Ulti? Ich habe nämlich keinen Plan, ich habe so keinen Plan. Situationsabhängig, würde ich jetzt sagen. Also kannst du eigentlich mit Dings verwenden, mit der Q nochmal, weil die ja auch relativ Damage macht, kannst aber auch nochmal mit der W nutzen, also mit dem Jump. Ach so, was wird dann nochmal ein Spiegel? Da kommt noch ein zweiter Champ raus, oder was? Bei LeBlanc? Das ist nur, wenn du wenig Leben hast, das ist dann die Passiv. Ach so, okay. Oh, stimmt. Die habe ich noch nicht beobachtet. Sorry. Wie gesagt, erste Mal. Ulti gemacht, ich habe aber dem Kassadin keinen weiteren Schaden hinzugefügt. Es ist sowieso viel zu krank, ey, wie der sich einfach mal so in dem Tower gegenhielt. So lächerlich, dieser Champ, ey, so lächerlich. Master G meinst du jetzt? Die sollen den aus diesem Spielmode löschen, ey, jetzt mal ohne Witz. Das ist viel zu krank. Der stellt sich in zwei Tower rein und kann die locker wegheilen. Was ist denn das? Das ist nicht Sinn von so einem Spiel.
Dieser Rumble, der nervt aber ziemlich. Ich kenne die Fähigkeit nicht, aber der kann gerne mal ein paar Raketen schießen, kann das sein? Ja. Wow. Das war gerade nice. Ja, rein halt, ne? Immer rein und drauf. Ich dachte halt, ich mach's mal, weil die Leben gerade ziemlich nach unten gingen von denen. Ich hoffe mal, es war sinnvoll. Ja. Gut, also man hat ein ziemlich geiles Spiel gesehen, zusammen mit Trash auch noch. Auf YouTube. Richtig krass. Die ganze Zeit ein übelst geil supported. War richtig genial. Kann nur nicht wieder mit Trash supporten. Nee. Ja, da war er mir her. Was für ein Gefetze. Scrigno Assists. Ja, ist klar, ey. Oh, warum geht die Oriana noch rein, ey? Na gut, ja, den Kassel hier noch gekriegt. Die Fronten stoßen wieder aufeinander. Das Gute ist ja, der Tower ist gleich down. Ja, unser ist aber auch schon down. Ach verdammt, da war es der G. Muss einfach nur durchflitzen. Zack, tot. Zack, tot. Die Fiora ist heftig drauf. Ja, so ein ziemlich, ziemlich mieser Champ, sag ich mal. Ich warte noch kurz 30 Gold. Ups, ich kann jetzt schon. Sie kann mit ihrer Ulti schon ziemlich viel reißen. Aber die war mal krasser, als ihre Ulti noch critten konnte. Ist halt einfach auf Crit gegangen und hast einfach mal so alles weggehauen. Wirklich, wirklich. Hm? Ach, der Yi. Ja, ja. Das waren jetzt natürlich alle Register gezogen. Ich habe aber gemerkt, schon übelst Burst Damage ist mir aufgefallen. Mhm. Also bei LeBlanc. Eben gerade die Hälfte vom Leben war der mal ruckzuck ohne Problem weg. Ist auch ziemlich heftig.
auch, wie sie sonst nichts können, ey. Kackmut. Lags gerade irgendwie nur 30 FPS, keine Ahnung, was da los ist. Echt? Ja, wahrscheinlich Update, das kann sein. Die Zeit updatet im Avira. Das kann sein. Vielleicht könnte mal ganz kurz hier, Achtung. Zack, okay, wieder flüssig. Einfach nochmal schnell Aufnahmen neu gestartet. Dö. Dö. Fokus an. Gut, wenigstens geht die Fiora gut ab. Ja. Ups, oder? Ey, ist klar, was dieser Rumble an Damage. Ja, ich wollte nur die Ulti testen. Verdammt, aber die Ulti geht voll schnell weg. Ich hab Magiri zum Scheißen, ey. Dieser Rumble, der macht so einen kranken Damage, ey. Kannst du mir nicht erzählen? Ja, macht der überhaupt Magie-Schaden, der Rumble? Ja, der macht nur Magie-Damage. So, jetzt ist, glaube ich, die Aufnahme abgebrochen, weil ich Tab gewechselt habe. So, Aufnahme eben abgebrochen, weil ich Tab gewechselt habe. Ich wollte mal kurz nachgucken wegen Shop. Und zwar, wir kaufen uns das Stundenglas. Gott, Trash, geh hin, ey. Was wollen die machen? Los, komm. Kassa die nochmal. Wenn die mal ein bisschen schlau wäre. Was ja nicht ist. Das gleiche Gedanke. Trash schießt seine Kette rein, ich auch. Muss man dran denken, die Items zu benutzen, die ich gekauft habe, die Fähigkeiten davon. Vergesse ich auch immer. Zu spät. Jetzt müsste auf Dings gehen. Sünder. Er hat sein Ulti schon weg. Sieht aber gut aus, denk mal, das müssen wir gewinnen. Wie sie die Party schon ohne mich beenden. Ja, gewinnen wir auch. Achtung, G kommt. Jetzt ist lustig.
Ich wusste, es wird lustig. Ich nehme dir mal die Heals hier weg. Mach das. Lauf, lauf, lauf. Wenn die jetzt Ulti zündet, was er jetzt gerade gemacht hat, bist du ganz schnell tot. Mach deine W. Jetzt könntest du Ulti machen, nochmal W. Ja, genau. Jetzt würde ich ihn festhalten irgendwie. Ja, genau, genau, fertig! Nice! Siehst du, genau das meine ich. Siehst du mal. Der Yi im Chat, for real? For real? Ups, oh, ich hab mich übelst zurückgeportet, weil ich nochmal W gedrückt hab, scheiße. Ich hätte Ketten machen sollen. Das ist egal, bevor du stirbst, ey. Das war aus Versehen. Ja, so cool. Das war gerade richtig gutes Gameplay. Ich müsste mal so Szenen rausschneiden von LOL-Gameplays, die später irgendwann mal irgendwie so in einem einzelnen Video zusammen machen, so ein Highlight-Video. Das ist jedenfalls ein Highlight-Video. Komm einfach ran und die Kacke weghauen, ey. Jo, klar. Oh, ich bin tot. Scheiße. Ups, Master G mit seinem Q wieder. Hat mich abgefahren. Egal, wunderbare Runde, ohne Scheiß, das cutte ich raus. Ohne Witz, es kommt in die Highlight-Runde mit rein. Ist aber göttlich, for real. Natürlich for real. das war gerade genial. Okay, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss. Tschüss.